erstes Video seit so ziemlich einem Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Ich hatte gerade schon Schwierigkeiten mit Kameraeinstellungen etc. Ich wusste einfach nicht mehr, wie es funktioniert. Ja, ich bin wieder da. Mir kam es gar nicht so lange vor. Die Zeit ist irgendwie verflogen. Zum einen ging es mir irgendwie, ich war in so einem Tief drin. Mir ging es psychisch nicht so gut und dann ist so sehr viel auf einmal gekommen, was mich sehr belastet hat, beziehungsweise wo ich einfach so viel zu tun hatte, dass ich gar keinen Kopf für YouTube hatte. Unter anderem, ich musste mich um die Beerdigung meines Vaters kümmern, den ganzen Papierkram, der damit verbunden war, was die Behörden alles von einem wollen, unglaublich. Dann ist noch jemand gestorben, den ich kannte. Wenn man älter wird, verfliegt die Zeit wie im Fluge. Naja, jetzt jedenfalls möchte ich eigentlich schon gerne wieder regelmäßig Videos machen. Ich habe mir allerdings schon die Frage gestellt, was will ich eigentlich machen? Ich bin irgendwie so komplett raus. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich eigentlich so machen will, kann, außer Haare färben, tönen, blondieren. Ich habe überlegt, meine aktuelle Gesichtsroutine mal zu filmen. Die hat sich nämlich grundlegend verändert. Ich bin jetzt nämlich im Club Korean Skincare angekommen. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate, glaube ich, her. Habe ich einen Livestream gemacht, meinen ersten bei Instagram. Und da habe ich meine Haare blondiert. Und dann wollte ich mir auch eigentlich die Haare tönen. Aber dann konnte ich mich irgendwie nicht dazu aufraffen, Motivation, Energie zu finden. Und dann habe ich wieder nichts gemacht, außer einmal so eine fertige Tönung, die ich noch im Schrank hatte, darüber zu machen. Deswegen sind die jetzt so bläulich. Das ist der Rest davon. Und wie man sehen kann, sind die jetzt auch schon wieder gut gewachsen. Da werde ich demnächst auch mal meine Ansätze wieder blondieren und ich habe mir überlegt, das hier mal zu blondieren. Da sind nämlich mittlerweile so helle Stellen zwischen. Also mittlerweile sind die Spitzen grün, dass ich die auch vielleicht mit blondiere, sodass die wieder einheitlich hell sind. Mal gucken. Ja, aber heute wie gesagt erstmal nur Haare tönen. Ich habe gedacht, ich hatte schon sowas pink-rot-stichiges lange nicht mehr. Deswegen mache ich das jetzt heute. Ja, und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich demnächst mal für Videos machen soll. Woran ihr so Interesse hättet. Ich brauche ein paar Inspirationen. Ich habe mal in mein Schränkchen geguckt, was ich eigentlich alles noch so habe. Von Maria Nila, das Sherry Red habe ich noch gefunden. Und das ist eigentlich auch so der Farbton, den ich gerne haben möchte. Von Luna Tights. Das ist Fuchsia Pink. Ich glaube, ich nehme das mal so als Base. Und weil das alleine nicht ausreicht, muss ich das halt mischen mit irgendwas. Mal gucken. So, das packe ich jetzt mal eben hier in mein Becherchen. So sieht das Ganze aus. Und Kirsch, Pink, Lila, Beerig, etwas Gedöns. Machen wir mal ein bisschen Spülung mit rein. Ein bisschen, ja, ein bisschen viel, damit ich das auch mal loswerde. Hier so ein bisschen von dem Poppy Red. Gucken wir mal, wie das aussieht. Schon die Befürchtung, dass es zu rot wird. Also ich möchte eigentlich kein richtiges Rot in dem Sinne haben, sondern halt eher so ein bisschen was in die Richtung lila-pink. Das ist eigentlich so ein schöner Ton, aber ich befürchte, die Menge wird nicht reichen. Soll ich es riskieren? Das reicht doch nicht, oder? Ach, komm, ich riskiere es einfach mal. Habe ich jetzt doch nichts davon genommen. Ist nicht schlimm. Die Farbe gefällt mir jetzt so gut. Möchte ich jetzt nicht weiter dran rumwerkeln. Ich habe die Tage bei Instagram was gepostet. Und zwar habe ich meine alte Diddl-Sammlung gefunden, unter anderem. Also ich habe bei meiner Mutter den Keller mal ausgemistet. Und da haben wir allerhand altes Zeug von mir noch gefunden. Unter anderem also viel Spielzeug, Polly Pocket, Diddl-Kram. Und ich habe dazu ein Video gemacht, also was meine Mutter mir alles eingepackt hat, also sozusagen eine Live-Reaction. Das letzte Mal, als ich mir die Haare blondiert hatte, wo dann aber das Video leider nicht zustande kam, weil ich mir dann doch nicht die Haare getönt hatte. Deswegen habt ihr das bis jetzt nicht zu Gesicht bekommen, aber wisst ihr was? Ich werde euch das, während ich hier meine Farbe auftrage, einfach mal einblenden. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier fertig bin.
Hat einer eine Idee, was das sein soll hier auf dem Tisch? Ist das Käse? Und das? Pferde mochte ich offenbar. Ah, was ist denn da drin? Oh, ja, ich hab's befürchtet. Wer von euch hat solche Dinger noch? Jede Menge Stofftiere. Oh, eine Milka-Kuh. Noch mehr Didel. Ein Weihnachtsmäuschen, eine Braut. Gibt's auch den passenden Bräutigam dazu. Geil. Hier ist auch irgendwie noch so ein bisschen Barbie-Kram oder so. Oh! Mein Polly Pocket. Oh mein Gott, das habe ich so geliebt. Oh, die sind sogar alle noch da drin. Mein Schloss. Cinderella-Schloss. Soll ich das schwarz ansprühen und hier als Deko hinstellen? Das habe ich so geliebt, Polly Pocket. Ein Friseursalon. Ich frage mich, was die Dinger wohl damals gekostet haben. Ich habe keine Ahnung natürlich, als Kind. Oh, hier sind die ganzen Figuren drin. Oh mein Gott, das muss ich erstmal alles gründlich sauber machen. Ein paar Sachen, das werde ich behalten. Oh, und dann habe ich hier noch ein Säckchen. Das sieht schwer nach Barbie-Kram aus. Ach, ich sehe schon. Ah, oh mein Gott, da hatte ich so ein Glück. Ich habe hier so ganz viel, was ist denn hier alles drin? Hier so Möbel, die jetzt alle so ein bisschen abgeranzt aussehen. Die hat mein Vater mir damals geschenkt. Die sind handgemacht tatsächlich. Also da hatte ich Tische, also so ganze Möbelgarnituren wirklich von. Betten, Couch, so alles Mögliche. Ach, jede Menge Klamotten, Barbie-Klamotten. Und ein Hut. Eine Barbie-Sporttasche. Ja, also hier sind echt nur Klamotten drin. Oh, die Weste ist ja scharf. Schaut mal. Flitzfeuerzahn. David der Kabauter. Geil. Dann habe ich nämlich hier schon gesehen, jede Menge Didelkram. Habt ihr das früher auch gesammelt? Also die Älteren. Ich, wie man sieht, massig. Jede Menge Didel, Blätter. Oh, gucken, was es alles gab. Hier so Briefmarken und Karten, Geburtstagskarten. Mit dem Alter ist es schwer. Denn wenn man jung ist, will man älter sein. Und wenn man älter ist, will man jünger sein. Das stimmt tatsächlich. Aber du hast jetzt genau das richtige Alter. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Zu welchem Jahr habe ich das bekommen? Keine Ahnung, steht nichts drin. Oh, okay, hier sind die passenden Blöcke. Aber das ist so schön. Hier dieser Thomas Goletz, der Erfinder von Didel, der hat sich bestimmt damals eine goldene Nase verdient. Ich würde mal gerne wissen, wie rich der jetzt so ist. So, oh, jede Menge Sailor Moon Zeichnungen. Das ist einfach so viel. Könnt ihr das überhaupt erkennen? Sailor Moon, das ist nice. Das habe ich in der Schule immer gemacht, weil mir langweilig war. Das ist nicht wirklich spannend hier. Einfach nur irgendwelche, ach, Big Brother-Gedöns. Ach, da haben wir die Big Brother-Stars damals getroffen. Ich weiß nicht, warum ich solche Bilder gemacht habe. Das ist so verwackelt. Was ist das überhaupt? Ich glaube, da waren wir irgendwo in Belgien oder so mit der Klasse. Und man erkennt halt einfach hier noch so ein schönes, unscharfes Bild. Oh mein Gott. Ich habe einfach so random irgendeinen Scheiß fotografiert. Hier ein Foto von meinem Zimmer damals. Vielleicht erkennt ihr ja die Sailor Moon Poster im Hintergrund. Oh mein Gott, Klassenfahrtfotos. What the fuck? Daran erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Noch so ein Foto von mir. Verwackelt. Ich dachte, es gäbe keine Teenager-Pics von mir, aber... Was heißt Teenager? Wie alt werde ich da gewesen sein? Nee, steht leider kein Datum drauf. I don't know, 12 oder so. Naja, früher hatte man halt keine Handys, um irgendwas random so zu fotografieren. Deswegen war es halt was Besonderes, Fotos zu haben. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch jeden Scheiß fotografiert. Hier habe ich einfach meinen Fernseher abfotografiert, mit Viva damals. Oben steht mein Polly Pocket im Regal. Noch so ein Foto von mir. Da waren wir im, wie heißt der Zoo? Burgers Zoo in Holland. Ewig her. Um Gottes Willen, Klassenfahrtfotos, ey, die können aber sowas von in den Müll. Das zeige ich euch nicht. Das ist ja unglaublich peinlich. Noch ein Foto von mir.
Kennt ihr noch den Chat Knuddels? War ja damals so eine Sache. Ich habe mir hier offenbar einfach so die ganzen Chatbefehle ausgedruckt. / Admin Grund. Ruft ein Admin mit Grund. / AFK. / Back. / Bla. Null. Eine Digimon-Dose. Und da sind meine Schmucksachen von damals drin. Ich glaube, da dürften auch ein paar ganz interessante Sachen drin sein. Oh, ich erinnere mich noch, dass wir dieses Perlenzeug damals gemacht haben. Das ist so eine Schlange. Oh, kennt ihr die Armbänder noch? Da habe ich tausende von, weil ich die damals gesammelt habe. Das meiste kann in Müll. Ach, da sind ja meine ganzen Halsbänder von. Die kann ich eigentlich wieder anziehen. Die sind ja immer noch geil. Wie heißen die nochmal? Da hatte ich mir auch letztens erst wieder welche gekauft, weil ich die so cool fand. Ey, das sind die Originalen von damals. The fuck? Was ist das? Eine Schmetterlingsbrosche. Ach, das ist alles alt. Das kann weg. Ah. Oh, ich habe was Geiles entdeckt. Bauchketten. Oh mein Gott. Kennt ihr noch Bauchketten? Bauchketten, ich fasse es nicht. Mit Bling Bling. Mache ich damit? Ich behalte die. Habt ihr sowas auch früher gesammelt? Kennt ihr das noch? Hier diese Schnuller. Oh, das behalte ich, glaube ich. Das ist so ein Bernstein mit... Ist da irgendwas drin? Nee. Noch ein Buddha-Armband. Heißen die nicht Buddha-Armband? Was ist das denn, eine Hundemarke? Warum ist hier eine Hundemarke drin? I don't know. Ich hatte nie einen Hund. Also abgesehen von Kira. Das sind die einzigen, die ich noch habe. Schade. Ich hatte damals so viele. Ich hätte meinen ganzen Arm damit. Ich sah aus wie Wolfgang Petri mit diesen Dingern. So, das war's aber. Jetzt bin ich auch entsprechend verdreckt. Jetzt muss ich erstmal hier sauber machen. Ich bin fertig. Wunderbar. Es hat sowas von gereicht. Hier ist noch jede Menge übrig, tatsächlich. Das behalte ich aber mal. Falls es noch nicht hundertprozentig gedeckt hat, dann kann ich das einfach nochmal auftragen. Wie immer habe ich mich vollkommen eingesaut, deswegen werde ich mich jetzt erstmal sauber machen, werde das ganze Stündchen einwirken lassen, werde jetzt erstmal hier aufräumen, bisschen zocken und dann präsentiere ich euch das Ergebnis morgen, denke ich. Etwas verspätet melde ich mich zurück mit meiner neuen Haarfarbe. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich musste sie in der Zwischenzeit schon einmal nachtönen. Das hat folgenden Grund. Ich sollte dringend aufhören, irgendwelche Videos anzukündigen. Denn immer wenn ich irgendwas ankündige, was dann und dann kommt, kommt irgendwas dazwischen. Und ja, jetzt war ich krank. Super. Konnte in der Zeit kein Video aufnehmen, habe mich nicht gut gefühlt. Und weil ich in der Zeit natürlich trotzdem meine Haare waschen musste, habe ich dann einfach nochmal nachgetönt, damit ich auch dieses frisch getönte Ergebnis habe. Was ich an der Farbe ganz gut finde, also erstmal ist die super kräftig, richtig schön und die hält vor allem auch auf unblondiertem Haar, denn hier mein Ansatz ist ja nicht blondiert und wie man sieht, sieht man viel. Also die Farbe hält auch hier sehr gut. Ist natürlich nicht so kräftig wie auf den blondierten Stellen, das ist klar, aber man kann es dennoch sehr gut sehen und auch in meinen Spitzen, ja gut, die sind natürlich schon chemisch behandelt worden in der Vergangenheit, aber auch hier, ja, hat das jetzt so einen, ich sag mal, so einen kirschpinken Unterton. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange das hier oben hält. Ich denke, ich werde zu der Farbe auf jeden Fall mal ein Auswaschvideo machen. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich damit aufgehört habe, wenn ihr daran überhaupt noch Interesse habt. Denn hier bin ich wirklich mal gespannt, wie sich die Farbe auswäscht und vor allem, wie lange das eben hier oben halten wird. Oh, so, und ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein schönes Erkältungsbad nehmen, damit ich ganz bald wieder sehr fit bin. Ich wollte nämlich eigentlich schon viel länger wieder Videos gedreht haben, aber wie das so ist. Naja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie euch die Farbe gefällt und ob ihr dazu ein Austauschvideo haben wollt. Schöne Weihnachten, guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen und hören, zumindest hier auf YouTube, auf Instagram definitiv. Und ja, lasst gerne eine Bewertung, Daumen nach oben da, Kommentar würde mich freuen und bis dann, macht's gut, tschüss.